Wir sind wieder zurück bei Raft und der Erik, der gönnt sich heute mal richtig gutes Netz. Mit dem guten Netz der Telekom. Ja, oder dem sehr guten Netz der O2-Gruppe. O2 kenn du. So. Wir brauchen mehr Pufferfische, ne? Für Explosivpulver, glaube ich dann, auf jeden Fall. Ja, ich glaube ja. So. Aber tatsächlich konnte man die mit dem Bogen kaputt machen, was ich super weird fand. Tobi? Ja? Guck mal. Oh, yes. Tobi? Very nice. Guck mal. Sag mal. Ist oh, das ist nice, Erik. Alter, oh. Gut. Ja, die merkt nicht mehr. The dream is over. Sehr gut, weg mit dem Lump. So. Ich komm gleich auf den Grill. Das Mistvieh, die alte Kackhenne. Diesmal gar keine Fete doch da. So. Einen Sand habe ich beim Umrunden der Insel gefunden. Ist das nicht der Wahnsinn? Tobi, das hat sich richtig gelohnt. Ja, doch, doch. Schon geil. So. Gut, 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 gut. Dann einmal hier rein. Wupp. Die behalte ich mal. Kann ich auch gleich essen. So. Dann möchte ich gerne mal gucken, wo... Was denn? Ich habe meine Kugelfischmütze fallen lassen. Tobias. Entschuldigung. Tobias. Ich werde jetzt etwas fangen gehen. Ja, hast du das Ding? Nein, jetzt warte, ich komme. Ja. Ich habe jetzt nur ein Netz gemacht, ein Netzkanister. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das benutzt und wie es funktioniert. Ich sehe nichts! Leg mal hin, bitte! Leg mal hin, bitte! Nee, wenn ich es hinlege, ist es laut zwischen weg, oder? Achso, ja gut, okay, das stimmt. Stimmt, aber wie das aussieht, Alter, wenn du das Ding trägst. Ich muss mal das nächste Mal bei dir mal angucken. Aber ich muss mal. Wie das aussieht! Okay, warte. Aber wo tun wir denn jetzt hin? Da oben ist Wiese, ich weiß genau. Wird er vom Fisch. Vom Schiff flüchten? Brauchen wir einen Zaun um die Wiese? Wir werden es herausfinden, Tobi. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das werden wir, ja, herausfinden. Ja, ich tu mal hier drauf. Haustier umbenennen. Wie nennen wir das denn? Wie nennen wir das Ding denn mal? Ich weiß nicht. Mal gucken. Nee, der bleibt hier, glaube ich. Der rennt doch nicht mehr weg. Oh, wie süß. Jetzt kannst du noch tragen. Oh, Kuscheltier. Okay. Bam, 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 bam. Kannst du damit was hinsetzen? Nee, ich kann mich nicht hinsetzen. Nee. Hä, nice. Voll süß. Ich habe ihn Boing Boing genannt. Ja, passt auch, passt auch. Die Frage ist natürlich, was macht er jetzt, außer hier rumlaufen und uns Zeit kosten? Naja, wir können, glaube ich, Wolle von ihm kriegen, ne? Ach so. Mit einer Schere, glaube ich. Ja, geil, dann gib mal her. Warte, wo ist denn die Schere? Ich hoffe, der fällt hier nicht runter. Wir brauchen auf jeden Fall ein Gatter. Ich will ein Gatterfeld. Schere. Warte mal, hatte ich nicht eine Schere irgendwo? Ich hab eine Schere. Bevor wir da Materialien verschwenden, ich bin gleich wieder da. Ja, warte. Ich passe so lange auf Boing Boing mal auf. Ja, mal gucken, was passiert. Das sieht irgendwie lustig aus. Tobi, das ist eine Möwe. Oh, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem stehe ich hier oben und höre das Viech nicht. So, ich hab. Treffe ich dich. Ich hab Schere. Mal gucken. Eins. Wollen wir. Ja, ich hab eine Wolle. ist er jetzt nackt? Ja, Boing Boing ist nackt. Mensch, willst du denn mal einen Pullover anziehen? Da kann ein bisschen kühl werden auf hohe See, du. Mach dir mal einen Schal um. Einen sehr langen Schal. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir los? Aber sehr elegant. Ja, das stimmt.
total elegant, ja. Jetzt, wo er nackt ist, sieht das, ja. Und Tobi, egal was du tust, Tobias, egal was du tust, hör mir genau zu, sperr ihn nicht in die Klokabine unten, Tobi. Egal was du tust, nicht in die Klokabine sperren. Ich meine, es wäre ein Gatter. Das stimmt wohl. Alter, gehst du, machst immer nur auf, die Tür zum Wolle rausholen. Oh. Ich meine. Warum sind wir so schlechte Menschen? Ich hab keine Ahnung, Tobi. Alter. Wie der manchmal noch rausguckt, du hast es einfach böse. Ich finde, wir sollten eine Stahlwand davor ziehen, dass er nicht mehr rausgucken kann. Ich meine, das bringt mich eigentlich. Oh, oh, schön. Das ist so warm. Das Schlimme ist, es bringt mich halt echt auf Ideen. Ich meine, Tobi, komm mal kurz. Guck mal hier die Kisten, ne? Wenn man den Mittelboden rausnehmen würde. Oder? Ich meine, wir haben ja noch Platz. Wir haben ja noch, hier hinten haben wir noch Platz. Aber die brauchen, glaube ich, Gras zum Fressen, ne? Wobei, mit dem Gras holen die, glaube ich, nur Wolle, oder? Also kriegen die neue Wolle. Ich glaube, ich will unbedingt mal was probieren. Wir brauchen doch die Wolle, oder? Ja, leider ja. Oh, Bonbon ist jetzt rot. Die Schrift ist rot. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Warte, ich trage den mal nach oben. Ja, lass ihn mal 2 Sekunden fressen, dann kommt er da unten wieder rein. So. Mal gucken. Ist nicht mehr rot, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Hat der Entwickler mitgedacht und direkt präventiv gesagt, okay, du kannst die nicht da unten einsperren in so enge Räume? Was ist denn mit dem los? Das müssen wir mal austesten. Kann man nicht auch in so einen Raum, passt doch so eine Grasfläche rein, oder? Auf dem Boden. Ja, müsste eigentlich, ne? Ne? Denke auch. Ich meine, der guckt aber sowieso sehr unhappy, aber immer, ich glaube automatisch. Wie geht's Ihnen? Nö. So, warte, ich mach mal kurz was. Ja, genau. So. Diese eine Wolle. Guck mal. Huch! Warum kann man sich hier Beinschützer machen? Warum kann man sich hier Lederweste machen? Muss man hier noch kämpfen? Huch! Sag mal. Und vor allen Dingen. Rucksack! Erik! Ja, aber. Oh. Plopp. Guck, Boing Boing, das passiert dir auch, wenn du nicht spurst. Bleib weg von den Blumen. Warte, der Rucksack. Wo ist denn der Rucksack? Rucksack? Oh, geil, können wir mehr Sachen mitnehmen? Ja, das hoffe ich ja. Also, wir müssen ja. Ich man das Spiel hier auch so austricksen kann, wie bei Deadpool, wo man einfach Rucksack in Rucksack steckt. Das war der Traum einfach. Oh, war das schön. Hat der Entwickler bestimmt rausgepatcht. Okay, wir brauchen 6 Wolle für den Rucksack. Oh. Puh, da ist die Freude aber direkt wieder abgeebbt. Ja, gut, kriegen wir aber hin. Ja, ja, ja. So. Okay, gut. Netzkanone funktioniert. Achso, das ist mein Inventar. Okay. Was soll ich mal den Anker lichten? Ja, gerne. Licht ich mal den Anker, ne? Licht. Es werde Licht. Okay. Kommen wir später zu.
Oh, kannst du das Rezept vielleicht noch aufheben? Für die Kopfbrühe, das wäre ganz toll. Ih, was ist das eigentlich? Kopfbrühe. Ih, zwei Vögelköpfe, zwei Fischköpfe. Milch? Kartoffel und Zwiebel. Ich will das nicht essen. Nee, das klingt mega widerlich. Da ist ja doch dieser komische Gammelfisch. Der ist ja nicht, das ist so, diese Fische, sind die in Europa nicht sogar verboten, weil du die richtig zubereiten musst? Ja, diese Giftfische, ne? Da musst du ja genau. Ich glaube, darfst du nur in Asien, dürfen die gegessen werden oder so? Ja, und ich glaube, selbst da, ich weiß, ob ich das möchte. Boah, stell dir mal vor, der Koch hat einen scheiß Tag gehabt oder so. Achso, wir fahren schon wieder, konzentriert, ne? Genug. Wir düsen ja schon wieder. Ja, wir fahren ja aber, glaube ich, gleich gegen die Wand. Ich weiß nicht. Ja, weil, warte. Legen wir mal kurz. Nee, das reicht nicht. Wir stoßen gegen die Wand, du! So, warte, machen wir so. Ah, gut. Sehr gut, Erik. Nice. Kein Problem. Wärst du mal Captain of the Titanic gewesen, ne? Das Ding bleibt auch immer. Oh, es hat ein Gras gefressen. Hier ist ein Grasfeld leer. Was? Hat es nachgefragt, bevor es gegessen hat? Pflanzenwässer. Tobi? Komm mal mit deiner vollen Wasserflasche zum Gras, bitte. Und guck mal, was bei E steht in der Mitte des Bildschirms. Pflanzen. Pflanzenwässer. Pflanzenwässer. Geil. So, ich hab mal gewässert. Besser mal die Pflanze. Ich hab mal die Pflanze gewässert. So. Oh, guck mal, du kannst ihn scheren wieder. Mit deiner Schere. Okay, das ist aber cool. Ah, ein Gras gleich ein Dingens. Scheint so, ne? Oh, ein bisschen Minecraft-Vibes gerade. Kein Platz. Schon geil. Platz für die Wolle. Bisschen Minecraft-Vibes, sagst du? Mhm. Schmeiß mal was hin, ich nehme das mit. Das bringt mich auf Ideen. Warte. Muss leider mal ganz kurz eben hier. Ich muss ja später mal aufräumen. Auch das bringt mich auf Ideen, Tobi. Junge, du gibst aus dem Weg, du. Ich hab Kugelfische gegessen, Erik. Wir bauen uns aber zwei so eine Scheißhäuser und dazwischen so ein Tischchen mit einem Fläschchen Wein. Und dann guckt man den Sonnenuntergang. Ja. Ganz ehrlich, Leben ist Stil. Bei dem ganzen Scheiß, den wir fressen hier auf hoher See, glaube ich, wäre das nicht schlecht. Besser ist das. So, muss gleich mal gucken. Willst du vielleicht mal den Kurs eindrehen? Ich weiß gar nicht, wohin wir steuern gerade. Ich glaube, wir steuern aber Richtung Müll, weil wir nehmen Müll mit. Okay, dann passt es ja. Oder nehmen wir Müll mit? Mist. Ja, doch, wir fahren genau durch den Müll. Perfekt. Mist. Nein! Was denn? Aua! Ich bin durch den Motordings gefallen, Hilfe! Ah, ich komm. Und das ist aber echt ein Problem. Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwas offen halten, ne? Das, falls wir mal runterfallen. Ja, auf jeden Fall sogar. Ich muss mein Inventar aussortieren. Scheiße. Die Treppen sind hier. Okay, ja. Ja, müssen wir mal schauen. Nee, machen wir nicht. Nee, okay, dann schauen wir lieber nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gerade machen soll. Ich weiß auch nicht, wo ich die Wolle reinpacken soll. Zu den Federn vielleicht oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, mein Explosivpulver hatte ich irgendwie bei da drin. Hier so, dann pack ich nochmal hier rein. Ich glaube, die Federkiste ist auch bald voll, ne? Ja, die ist gut gefüllt. Braucht man die Federkiste? Ach, für Pfeile brauchen wir die, ne? Mhm. Okay. Ach, der Schrott war bei den Steinen, ne? War nicht Schrott bei den Steinen? Nee, Schrott haben wir hier vorne eine eigene Kiste. Ah, ja. Cool. So, auf jeden Fall, ich würde die Essenssachen mal gerne irgendwie nach oben verlagern. Das Problem ist, wir haben oben noch keine Aufteilung, keine richtige. Nee. Wie mache ich denn da jetzt weiter? Oh. Die Treppen sollten irgendwie, ich würde sagen, so aus einer Art. Obwohl, die Treppen gehen dann nach unten direkt zu den Motoren. Also, was könnten wir hier oben mal bauen? Vielleicht die Kombüse dann einfach so oder so? Da hinten ist noch eine Insel bei so. Kombüse? Was war nochmal eine Kombüse, da wo das Essen gemacht wird und so? Genau. Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Und wir gehen ja eh noch eine Etage hoch. Ja. Das bleibt ja nicht so.
Ah, ist gar nicht so. Ich weiß halt echt nicht, wie man Schiffe baut. Ich habe keine Ahnung. Also was Schiffe, glaube ich, halt immer haben, das ist das, was ich so weiß, ist, dass halt außenrum oben halt wie so ein Balkon ist, ne? Also eine Reling halt, ne? Genau. Ja. Oh, ich glaube, das war von außen hier. Hä? Aber ich glaube, sonst sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. An die Reling hatte ich jetzt hier so, und die geht dann noch weiter nach vorne. Ich glaube, das passt dann schon. Und hier wäre dann der Wohnraum. Oder was auch immer, ne? Also der Gedingenste. Ich würde sagen, in der zweiten Etage könnten wir, wenn wir die Kombüse da haben, sollten wir da vielleicht auch die Tiere halten. Und generell ja. so Sachen anbauen und so. Ja. Und Wohnbereich kommt dann eben ein Stock höher. Werden sie so viele Motoren brauchen? Ja. So, apropos. Sehr viele Motoren brauchen. Ich muss mal eine neue Axt machen. Wer eskaliert da oben gerade? Ist das die Möwe schon wieder? Nee, ich glaube, das ist einmal ein Möwenschwarm. Geil, direkt mit dem Flamethrower reingehen. Nice. Aha. Wo machen wir denn unsere Freizeitaktivitäten und Fitnessräume? Was? Wie? Verstehe sie leider nicht, tut mir leid. Das war amerikanisch für haben, nicht brauchen. So. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich, ob ich nicht vielleicht direkt zwei Reihen machen soll an Motoren wieder. Vielleicht, also vielleicht solltest du schon genug Platz lassen, dass falls wir ausbauen müssen. Ja, genau so. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil es wird so kommen. Ich glaube auch. Das Schöne ist, wir müssen ja nach Eisen tauchen dann. Schön. Ja, nun. Okay, die werden da angeschlossen. Der braucht hier 1, 2, 3, 3 in der Länge. Das heißt, ich könnte ihn eigentlich direkt hier hinsetzen, es sei denn, ich will Platz dazwischen lassen. Aber das will ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es sieht cooler aus, wenn die direkt aneinander sind. Aber dann kommt man nicht mal in den, oder? Kommt man in den Motor? Doch, kommt man bestimmt. Müssen wir mal austesten. So, das heißt aber, so, wir werden wieder Haibesuch kriegen bald. Nein. Es lässt sich nicht verhindern. Du. Eins. Oh ja. Zwei. Hai ist noch nicht da, aber die Möwe. Bist so hässlich, ne? Schieß dir noch mit dem Bogen hinterher, Junge. So. Warte mal. Boah, so. Eins, zwei, drei. Das wäre ein Motor und dann eins. 2, 3. Das wären also noch zwei Motoren hintereinander. Was ist mit Biokraftstoff dahinter? Immer gut, ne? Brauchen wir auf jeden Fall, ne? Ja, werden wir brauchen. Ich glaube auch. Dringendst. So, einige von den Planken muss ich dann entfernen, das weiß ich selber, aber erstmal geht's ja so. So. Ja, das Schiff wird ein bisschen größer als gedacht. Hä? So. Naja, ich meine, Exzellenz braucht eben Platz. Ja, ich meine, wann kann man denn mal die Möglichkeit, ein eigenes Schiff zu bauen? Eben. Also, ne? So, okay, ich muss ganz kurz mal gucken. Wenn der da oben mehr macht, macht das einfach so oder macht. Wo ist er hin? Ist er noch happy? Ich hab ihn gegessen. Ah, doch, Bäumung ist noch happy, okay.
Ja, wir müssen auf jeden Fall, der wandert hier die ganze Zeit durch die Gegend. Wir müssen später auf jeden Fall so ein Gatter machen oder so. Oh, Gott sei Dank hat das Spiel nicht so eine Funktion, dass du die Kacke von dem dauernd wegmachen musst oder so. Sowas super nerviges. Da wäre ich aber mit ihm baden gegangen, mal eine Runde. Boah, geil, Tobi, dann kacke ich jetzt überall hin. Und ohne ihn wiedergekommen. Achso. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Okay, da sind immer zwei frei. Wenn ich den jetzt auch nach links machen würde. Eigentlich reicht dann einer Gang, ne? Man kommt ja hier eh bequem durch. Das wird nichts, glaube ich. Oder? Wenn ich jetzt den hier da hinsetze. Müsste ich vorher mal austesten. Okay, den baue ich hier mal weg. Schon mal. Ja. die Geräusche sind gewöhnungsbedürftig. So, den haue ich hier schon mal weg. So. Dann kann ich da, glaube ich, einfach zumachen erstmal. Schon geräumiger Motorraum, das ist ganz cool. Eigentlich gut. Wenn ich den jetzt einen nach links setze. Und. Achso, nee. Ach, müsste das passen. Nee, nee, alles gut. Scheiße. Ist sie wieder kaputt oder was? Nee, 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 nee. Ich bin nur am Überlegen. Das dauert, und das dauert immer ein bisschen. Naja, haben wir auch keinen Stress, ne? So. Müsste richtig sein, ne? Sieht richtig aus. Ja, okay. Und wir können den Hebel hier Motor einschalten. Das passt alles noch super vom Platz her. Und sieht besser aus, wenn die direkt hintereinander sind. Sieht eindrucksvoller aus. Okay, cool. Tobi, cool. Sehr gut. Rohre müsste ich mal gucken. Ich glaube, die würde ich... Die müssten sich hinten verteilen. Das heißt... Hier wäre theoretisch noch 1, 2, 3. So. Oh. Was los? Die Möwe macht schon wieder Stress da oben. Ach, die Möwe. Dein Horrormöwe, ne? Dein Lieblingstier. Oh, bist du tot? Oh, tut mir leid. Sag mal. Was ist denn? Unser Freund läuft ja auch mit dem geknickten Kopf rum. Was? Was ist denn da los? Ich bring den mal nach oben auf die Wiese. Der lief einfach eben unten rum. Wie du den unter den Arm nimmst und hochträgst. So. Ach, der hat doch Hunger. Nein, nicht tragen. Und die Kackmöwe fressen. Pflanzen wässern. Und dann mit der Schere, die geht wieder rein. Komm, gib Moschus. So, da ist er wieder happy. Okay. Die, okay. Oh, vielleicht wollte er aber auch freiwillig zurück in die Kloschüssel, also ins Klo gehen. Wahrscheinlich. Oh. Also, die brauchen auf jeden Fall Futter. Wir müssen das. Aber es gibt ja Rasensprenger. Ja. Oh, Tobi, mir kommen ganz böse Ideen. Es ist aber fürchterlich. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ich bin ja, so ein zynischer, sarkastischer halt Bastard. Hm? Nein, du bist sehr experimentell. Du willst halt ausprobieren. Das verstehe ich schon. Ja, ja. Ich will natürlich auch die Spielemechaniken hinterfragen, ne? Eben. Ja. Ist doch so, oder? Erik? Ja, ja, natürlich, Tobias. Oh, wir haben noch einen Motor. Geil. Ja, natürlich, Tobias. Gut. Bin ich jetzt beruhigt. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, anders würdest du es ja auch gar nicht wollen. Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank. Es ist immer wichtig, das Individuum zu respektieren. Ja. Und wir sind ja auf dieser Reise natürlich auch, um die Menschheit zu retten. Richtig. Von Tieren hat ja keiner gesprochen. Oh Gott. Ach, ich freue mich, dass wir uns in der Hölle sehen, Tobi. Da ist immer schön warm. Boah, ich hasse warm eigentlich. Warte mal, das muss dann da runter. Also exakt hier runter, ne? So. Und
das muss dann hier runter. So, was war die zweite Ingredients von dem... von diesem Ofen hier, wo man den Biofuel machen konnte? Honig, ne? Guck doch mal, ich weiß nicht mehr. Guck mal ins Honig, Menü. Honig war's. Honig war's, ja. Honig. Honig war's. Honig. Honig. Haben wir doch bestimmt unten noch irgendwo, oder? Bestimmt. Honig? Ja, ich hab, ja, da ist eine Kiste mit Honig auf jeden Fall. Bevor ich die Palmblätter die ganze Zeit wegschmeiße, kann man die auch einfach da irgendwie einfummeln. Geht ja, oder? Genau, genau, genau. So. Ach, das Rohr hier kommt weg. So. Okay, und das kann theoretisch hier auch weg. So, dann können wir nämlich die hintere Reihe einfach voll mit Biodiesel machen. Theoretisch. Obwohl, dann kann ich das Rohr hier auch so verlegen noch weiter. Das heißt, wir können mehrere Biotanks machen einfach später mal. Ne, dann haben wir einfach alles voll mit Biotanks. Ist auch egal, wenn es zu viele sind. Geil, ja, das ist wurscht. So. Klimaerwärmung, wen interessiert das schon? Und du der bist. Diesel muss laufen! Du bist, bei den Dingensrädern durchgefallen, ne? Was? Beim Motor bist du von durchgefallen, oder? Ja, irgendwo dazwischen, glaube ich, ja. Okay. Ach, wahrscheinlich hier bei den. Ja, bei den Rädern war das, bestimmt. Ja, ja, ja. Also, da kann man eh nicht viel machen, oder? Naja, gucke. Oh. So sollte es gehen. Ja, darauf fällt man nicht mal rein. Oh, cool. Hä, schön. Ne? Nice. Wie groß das Boot mittlerweile ist. Wow. So. Das ist, ja, das wird, ja. Oh, Mist, ich habe den Hai vergessen. Oh, shit, ich habe die Rohre gelegt, aber ich habe nicht an den Hai gedacht. Oh, und ich habe vergessen, was zu essen. Gut, wir können ja einfach mal mit ihm reden, ne? Wenn wir ihn vielleicht freundlich bitten. Meinst du nicht, dass der sich darauf einlässt? Wir könnten ihn auch köpfen. Gut, das gefällt mir besser, klar. Mm. Nur so als Vorschlag. Ja. Mein Bauch. So, ich habe mir mal ganz kurz die Sachen vom Grill genommen. Ja, gönn dir. Oh. Oh. So, gegarter Mikronese. Geil. So. Der Hai greift aber irgendwie kaum noch an, ne? Gefühlt. Ich baue hier die ganze Zeit und da passiert aber nichts. Ich hätte nichts sagen sollen, aber gut. Hm. Vielleicht hat er keinen Bock mehr auf uns. Ist absolut möglich. Weil wir immer einen Schritt vorausgedacht haben. Weil wir so unglaublich schlau sind. Auf jeden Fall. Also. Wir können ja nichts über. Ne, wir können ja nichts für unsere überbordende Intelligenz. Überbord, ja, ist schon lange her. Schon sehr lange. Warum bist du nur so, Tobi? Entschuldigung. So, hopp. Hopp. So. Und hier. Oh. Das müsste. Okay. So. Platz für genug Motoren. Und wenn ich sage genug, dann weiß ich nicht, ob es reichen wird. Aber ich hoffe es einfach mal. Auf gar keinen Fall. Wir werden sehen. Oh, da ist eine Insel. Ist ja erstmal egal. Okay, dann würde ich gerne das Biofass umziehen lassen. Wenn wir die da so dran setzen, müssten wir die ganze Reihe voll mit Biofässern machen können. Das heißt, ich könnte das Rohr dahin noch legen und dahin. Aber wir müssen das Boot natürlich auch abschließen. Abschließen. Und ich glaube, dafür müssten wir dann hier... Das war, glaube ich, zu eng, oder?
Oh, Delfin. Da war ein Delfin. Oh, lecker. Ja, habe ich auch gedacht. Fisch im eigenen Saft. Warum bist du nur so, Tobi? Okay, nee, ich muss noch ein weiter, oder? Ich glaube, ich muss noch ein weiter nach hinten. Ich kann, oder? Kann ich darauf bauen? Wenn das die Steine von Schwäbisch Hall sind, dann ja. Warte mal, wenn ich jetzt hier... so. Und ich mache dann da Rohre hin. oder? Doch, geht das? Okay, es geht und es sieht sogar ganz gut aus. Okay. Din, 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 din. Wir haben keine Planken oder bist du gerade in der Kiste? Ah. Ich war gerade an der Kiste. Alles ich war an der Kiste. Kannst du wieder. Ich war gerade ganz kurz überrascht. Da. So. Und dann so. Ich hoffe, da kommt man noch rum. Ich hoffe, das wird nicht zu eng da hinten irgendwie. Hä, da muss noch ein Motor hin. Alles voll. Ja, alles voll wird's auf jeden Fall. Ist jetzt schon so. Das wird richtig voll. Oh, wow. Wir haben uns letztens noch gefreut, dass wir so viel Biofuel haben. Das wird niemals für alles reichen hier. Naja, das kommt drauf an. Wir haben ja noch nicht alle Motoren, ne? Und, und die ganze Reihe, wo du gerade stehst, hier diese ganze Reihe voll, habe ich, da kommen überall Kanister hin mit Biofuel. Ach, das ist so der Plan. Oh, gut, ne? Ja. Ich hoffe, das passt so alles. Puh. Oh yeah. Ach, oh, Heinz Rohrmann. Ich hab kein Steckerding. Da war der Heinz Rohrmann. Sony. Der denkt auch, wir empfangen den jetzt so mit offenen Armen. Tobi, links ist eine riesige Insel. Wollen wir da mal hin? Oh ja, sollten wir vielleicht mal hingehen. Ja. Einmal mal wieder ein bisschen. Sag mal, okay, warte. Ich brauche Anker. Okay, ja, super. Wo ist denn das Alpaka schon wieder? Ist das nicht mehr da oben? Ich sehe es gerade nicht. Nicht, dass es irgendwie einfach von Bord geht oder stirbt oder so. Quatsch. Das schuldet mir noch Wolle. Hä, es liegt auf dem Grill. Erik, ist es einfach so auf den Grill gegangen? Nee, ist das nicht mehr da oben? Nee. Oder ich sehe es nicht. Ist das von Bord gegangen? Aber wo und wann? Mann, der Netzkanister war teuer. Nee, der ist tatsächlich tot oder von Bord gegangen. Aber warum? Ich weiß nicht. Es hat doch immer alles gut gehabt bei uns. Undankbares Arschloch. Wir hätten es im Klo eingesperrt lassen sollen. Ich glaube auch. Wenn es halt mit dem Druck nicht standhalten kann, dann... War es halt einfach nicht das richtige Alpaka. Ist so. Richtig. True words have never been spoken, Tobias. Okay, dann guck mal. Gehen wir in die nächste Folge, gehen wir in die Insel da, oder was? Ja, Erik. Oh, scheiße. Aber ich brauche noch Nägel. Das ist eine gute Idee, Tobias. Wie spät ist es denn? Oh, ich sehe schon, spät genug auf jeden Fall. Immer. Warte, Junge. Was ist da bald los? Wieder Weihnachten, dass ich duschen gehen kann. Ja. Das habe ich doch repariert hier. Hä? So, warte, Tobi, ich bin fast fertig. Ja, also hier unten rennt auch niemand rum. Ja. So, nee. Das ist tatsächlich, also entweder ist es gestorben oder ist es tatsächlich gegangen. Ist aber abgehauen. Mist. Also wenn es gestorben ist, dann hätte es ja ruhig mal liegen bleiben können, damit wir das halt noch ausnehmen können. Ne? Ja, finde ich, frech. Wir haben es immer gefüttert und alles. Ja.
Geil, Tobi. Ich hab dem Vieh von Anfang an nicht getraut. Ich habe eine gute Nachricht. Ja. Das Eisen reicht, um unser Schiff wieder abzusichern. Oh, perfekt. Die schlechte Nachricht ist... auf der Insel ja ein bisschen was. Ja, ja, ja. Die schlechte Nachricht ist, ich habe gerade unser ganzes Eisen ausgegeben. Also nicht das Ganze. Ja, wir haben noch zwölf. Ja, das geht ja. Ja, ja. Kann das sein, dass wir nicht auf die Insel gerade kommen irgendwie? Wir gehen da dran vorbei? Warte mal. Warte mal. Das ist ja merkwürdig. Okay, warte. So. Ich hoffe, das geht. Ich glaube, du hast recht. Wo waren die jetzt nochmal? Ah, ich sehe hier drüben. Ich sehe da mal diesen Scheißvogel. Da fliegt schon wieder dieser Scheißvogel. Vielleicht kam der Hai deswegen so lange nicht, weil er einen Alpaka gegessen hat. Was denn? Gut, das könnte natürlich gut sein, ne? Ja, wir sollten vielleicht... Ich finde das mit den Gattern keine schlechte Idee. Ich glaube, das müssen wir, vielleicht müssen wir es sogar machen. Vielleicht sind die Viecher nicht dafür ausgelegt, dass man die Freihaltung hier auf dem Schiff lässt. Ja, wir wollten ja, ne, ihr habt es gesehen, wir wollten Tiere in eine freie Haltung und so, aber leider ist es besser für Tiere, wenn man die in enge Gatter zusammenpfercht. Ja, das ist das beste Beispiel wieder gewesen, ne? Ja, ist aber für die Sicherheit. Tobi, ja. Tobi. Ja. Bitte, bitte hier. Riech mal dran. Es riecht nach Beugen. Beugen war nur ein Prototyp, Erik. Wir werden dann bald noch viel mehr von den Viechern haben. Ah, geil. Freue ich mich drauf. Oh, ich freue mich schon auf diesen riesigen Zwing. Alter. Wie die auch wegsliden kann, aber zur Seite. Dieses Kackvieh. Mann. Ja, nächste Folge Insel, ne? Ja, so machen wir's. Geil. Geil. Und irgendwann haben wir Tiere und wir bauen ja auch weiter. Und hier dann auf jeden Fall die Tierforschungsstation. Tierliebezucht. Sex. Geil. Richtig nice. Nice. Furry. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Cheerio. Tschüss.